Ja, es gibt dramatische Beispiele in der nicht so entfernten Vergangenheit, in dem Wohlstand, so ein allgemeiner Wohlstand sich plötzlich verändert hat. Ich denke zum Beispiel, das große Trauma in Deutschland ist die Inflation in den 20er Jahren, nicht zum Beispiel. Mein Gott, das ist jetzt 80 Jahre her, aber trotzdem, das ist eingebaut, das ist verinnerlicht. Und nicht nur, also absolut nicht nur in denen, die es tatsächlich erlebt haben. Nicht? Das ist zu einem nationalen Trauma geworden. In Amerika ist es der Vietnamkrieg zum Beispiel. Nicht? Und solche Sachen. Ja, und die Angst, die dann existiert, ist kein schlechtes Wort hier, weil ich meine, diese Angst ist eine existenzielle Angst. Nicht? Die ist nicht nur die Angst, dass ich, wenn ich zu schnell fahre, komme ich vielleicht in einen Unfall oder so. Obwohl man kann eines für das andere metaphorisch sehen. Und die ist eng verbunden mit einem, ich werde sagen, Bewusstsein, das ist bestimmt nicht das richtige Wort oder der richtige Begriff, ein Bewusstsein, ein falsches Bewusstsein, würde ich sagen, der Hilflosigkeit. Nicht, da regiert jemand anders, das passiert. Es ist wie das Klima. Da können wir nichts machen, es kommt einfach. Und heute wissen wir, dass wir auch etwas mit dem Klima machen kann, aber nichts Gutes leider. Diese existenzielle Angst, das hat dann auch mit Zivilcourage zu tun. Es benötigt Courage, Mut, sagen wir Mut, einfach Mut, mit dem, der neben mir sitzt, anfangen zu sprechen. Nicht? Und je mehr man einsam ist, desto weniger habe ich den Mut, den der neben mir sitzt, anzusprechen.